Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, der Hintergrund stört nicht. Ich muss mal wieder waschen. Und hier liegt die kleine Emma. Und genau, ich wollte ihr heute etwas Neues anziehen. Viel Spaß dabei! Ich hoffe, ihr könnt sie jetzt sehr gut sehen und mich auch einigermaßen gut hören. Genau, ihr seht schon, sie hat etwas Neues an. Ich mache das jetzt mal weg. Und zwar habe ich ihr, oder habe ich allgemein, so ein Lätzli genäht. Das ist unten mit Vlies und oben mit so einem grauen Stoff. Ich hatte eben keinen passenden anderen. Oder hellen. Ich hatte schon andere helle, aber die waren mir zu dünn. Ich bin einfach noch nicht so der Profi. Ich war nicht der Profi, als ich die eingekauft habe. Jetzt weiß ich schon etwas mehr. Aber ich finde, der passt ganz schlicht. Den ziehe ich nachher zusammen gleich mit etwas an. Das zeige ich euch. Jetzt ziehen wir sie erstmal aus und ich wollte ihr eine Stoffwindel anziehen stattdessen. Wieder ein Haar verloren. Genau. Sie bekommt auch den. Die Mütze tun wir auch runter. Dann kommt sie eine andere an. Oder lassen wir sie mal komplett unten. Ich habe mal so ein bisschen eigentlich schon die Haare. So, wer das jetzt natürlich nicht sehen möchte, der überspringt mal ein paar Minütchen. Ich zeige es euch jetzt nicht lange, aber sie bekommt jetzt mal diese Windel an. Sie ist doch viel zu groß, aber ich finde sie einfach so schön. Wir probieren das jetzt einfach mal wieder. Naja, genau, ich muss noch ein bisschen Farbe machen. Und so. Heute mal die schnelle Art und Weise. So, das tun wir aber weg. Die Windel behalte ich ja nachher noch. So, und die neue Runde. Also ihr seht, die ist schon etwas groß. Aber manchmal ist das einfach. Das ist jetzt einfach so. Da guckt von ihren Füßen fast nichts mehr raus. Naja. Also, heute gibt es mal die große Windel. So, jetzt zeige ich euch, was ich mittlerweile noch genäht habe. Eine graue Leggings. Die hat einen geraden, die gerade Naht unten und oben auch eine gerade Naht. Genau so sieht das innen aus, falls jemand das interessiert. Ich nähe das immer einmal so und einmal so. Doppelt hält. So. Naja, einfach, dass es nicht anfängt zu fluseln.
Dann bekommt sie dieses T-Shirt an, das ihr ja schon kennt. Mit dem coolen Halsausschnitt. Wie so ein Body. Ich finde das so toll. Der ist ja auch ganz gut geworden. Genau, und dazu bekommt sie quasi passend den hier an. Ich ziehe ja dieses weiße Mützchen an und die weißen Socken. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Oh ja, dann zeige ich euch nachher, wie ich einen Schnulli wir nehmen. Ich fange jetzt immer an mit der Mütze, wenn ich ein bisschen Furcht habe um ihre Haare. Und weil sie sind eigentlich noch genauso wie am Anfang, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hatte einfach noch nicht. Ich habe nicht so die Erfahrung mit den Haaren. Oder ich habe halt die Erfahrung, bei Tyler hat keine Haare. Bei Melias fielen sehr viele aus am Anfang, das hat mich sehr gestört. Na, jetzt ist es langsam konstant. Jetzt muss ich schauen, wie rum das gehört. So rum. Genau, bei der Lilly damals, da ging eigentlich keine raus, also sehr, sehr minimal. Und das habe ich darauf geschoben, dass ich vielleicht nicht alle so gut reingerootet habe. Also, und das hörte dann nach einer Zeit auf, da ging quasi keine mehr raus. Bei mir, es gehen mittlerweile auch kaum mehr welche raus, aber eben immer noch welche. Man trägt ja auch oft Mütze. Bei der Pia, da gehen eigentlich auch kaum welche jetzt mittlerweile raus. Eben auch nur am Anfang ein bisschen. So, so, so meine Nute. Ich ziehe nachher sehr eingepackt aus. Das Oberteil ist ja sehr groß, das wisst ihr ja. Das tun wir jetzt einfach in die Hose dann rein, dass das nicht rausplutscht, dass sie nicht kalt wird. Jetzt ziehen wir aber erst noch die Stöckchen an. Ihr seht sie kaum mehr, ne? Ich lege sie mal ein Stück hoch, dass ihr seht. Zumindest wenn ich tiefe Socken anziehe. Genau, aber dann war ich bei der Pia. Da fiel eben auch eine einfach raus. Mittlerweile fahren ja auch keine mehr raus. Die kann ich richtig toll mit meiner Bürste kämmen. Also mit so einer Kinderhaarbürste. Ich habe ja so eine Kinderhaarbürste. Oder mit meinem Teaseltänger, oder wie heißt das Teil? Mit diesem Entknotkamm, mit dieser Bürste, diesem neumodischen, die aber echt gut ist. Also, und vor allem klein, geschickt für die Handtasche. So, sie. Okay, dann versuchen wir mal die Hose. Das sind ja nicht Leggings. Aber der Stoff ist nicht so Leggings-artig. Wartet mal. Doch, das müsste schon gehen, ne? Ja, doch, ist ganz schön eng geworden. Ach, Entschuldigung. Was wollte ich mit wem? Jetzt war ich durch. Und jetzt bei ihr bin ich eben sehr unsicher mit den Haaren. Weil die gehen jetzt eigentlich im Moment gar nicht raus. Ich weiß nicht, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr so davon denkt. Oder wie ihr damit umgeht. Oder vor allem, ob ihr lieber also gemalte Haare mögt oder lieber echte. Ich bin mir da nicht sicher. Ich hatte noch nie gemalte gesehen. Ich weiß, dass die auf Fotos ganz toll aussehen, aber ich bin mir eben nicht so sicher, ob ich die in echt dann auch so toll finde. Hier sieht es etwas wobblig aus. Das liegt jetzt an der einen Windel, aber sonst sieht das doch ganz ordentlich aus. Ganz toll finde ich immer, dass die Füße etwas länger sind, aber es trotzdem passend ist. Ich merke auf jeden Fall, ich habe jetzt hier Größe 62 gemacht, also laut dem Buch. Also ich kann, ich finde nicht, dass es 62 ist, ne? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und das sieht jetzt aus wie zusammengekauft. Jetzt zeige ich euch sie noch ohne Schnulli. So sieht sie ohne Schnulli aus. So. Und jetzt könnten wir mal noch überlegen. Ach genau, ich zeige euch nochmal das Buch. Das Buch und
Die Sachen, die ich genäht habe, ist ja einmal dieser Sternenhimmelpulli. Ja gut, eben ich in einer anderen Farbe. Größe 62 hat sie da jetzt an und das ist eher eine 50, ne? 56. Das tragen die zwei an. Jetzt suche ich noch kurz die Leggings raus. Das ist hier das doppelte Lottchen. So sollen die aussehen. Ich finde, die sehen eigentlich ganz ähnlich aus. Bis auf, ich glaube, der Stoff ist nicht 100% Stretch. Das ist ein Stretch-Jersey, wie das heißen soll. Und hier haben wir das Banana-Halstuch. Ach genau, es soll mit Druckknopf sein, aber ich habe mich entschieden, keinen Druckknopf zu verwenden. Weil das mit dem Kleid jetzt auch sehr gut ging und ich mag Druckknöpfe manchmal nicht so gehen. Die gehen manchmal voll schwer auf, die wo man selber macht. Aber ich habe eben bei einem anderen Teil die Themen gemacht und die gehen quasi schwer auf und zu. Ich glaube, ich ziehe den an, oder? Ihr wisst ja, ich habe hier jetzt mittlerweile einen ganzen Stall voll. Oh, den hatte ich ja vorher schon und ich nehme den hier, aber der passt nicht farblich nicht. Ich glaube, ich nehme den, der passt farblich, das Lila, ne? Und die zwei, wo sie gerade die ganze Zeit anhat, die, den hier und den hier von Nook. Der ist so süß. Jetzt bekommt sie den, der ist auch sehr klein. Seht ihr das? Der ist sehr klein, ne? Ich liebe es, ihr Schnulli reinzumachen. So, dann sind wir gerichtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal.